veröffentlicht von Chucklefish. Entwickelt von Concerned Ape. Und damit, meine lieben Damen und Herren, heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Lang, lang ist her, anderthalb Monate seit dem letzten Mal, dass wir uns gehört haben. Und das weitere Let's Player-Verhalten hier auf diesem Kanal beginnt mit einem neuen alten Projekt. Und zwar Stardew Valley. Wieso neues altes Projekt? Um es ganz kurz zu erklären. Dieses Projekt hatte ich schon mal hier auf dem Kanal, falls sich manche Leute daran erinnern. Das ist jetzt aber mittlerweile schon fast ein halbes Jahr her. Da habe ich Stardew Valley unregelmäßig gebracht, deswegen habe ich es abgebrochen, weil mir einfach im Endeffekt die Zeit gefehlt hat, es vernünftig weiterzuführen. Und irgendwann sind dann auch Aufnahmen flöten gegangen, weil die dann halt einfach gelöscht wurden. Beziehungsweise sehr viele Aufnahmen ohne Ton waren auch irgendwie. Und irgendwann war dann halt einfach die Lust vergangen. Aber jetzt ist es wieder da, hier auf diesem Kanal, Stardew Valley. Und ich würde sagen, wir beginnen mal direkt neu. Beziehungsweise wir gehen mal kurz hier in den Laden rein, weil ich glaube, ich habe eben einen kleinen Spielstand erstellt. Genau, den löschen wir mal schnell. Datei halt wirklich löschen. Weil ich weiß nicht, ob das nachher sonst Probleme gibt, weil ich jetzt versuche, den Charakter ziemlich identisch wieder aufzubauen. Deswegen, ja. Okay. Die Haut können wir so lassen. Ich versuche natürlich so ein bisschen, sag ich mal, mich darzustellen hier mit diesem Charakter. Auch wenn er am Ende anders heißen wird. So. Im Endeffekt, das ist es schon. Lieblingshaustier ist natürlich der Hund, da ich selber einen Hund habe. Katzen sind auch toll, aber ich habe, seitdem ich denken kann, halt immer einen Hund gehabt. Deswegen muss ich einen Hund haben. Ja, am besten wäre beides, wenn ich beides haben dürfte. Eine Katze und ein Hund, die sich beide super gut verstehen. Das wäre schön. So, und unser Name ist natürlich nicht Magnus, sondern Otto. Weil, ist halt so. Und wir sind auf der Grotto-Farm. Und was mag ich gerne? Ich mag natürlich gerne Käse. Denn manchmal, da träume ich von Käse. So, jetzt können wir hier auch natürlich noch einen anderen Hof uns nehmen. Aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen den Standardhof haben. Und dann starten wir auch schon das Spiel, damit wir heute auch noch vielleicht was von der Stadt, beziehungsweise von dem Spiel an sich sehen. Gut. Dann legen wir mal los. Und es beginnt. Und für meinen ganz besonderen Enkel. Ich möchte, dass du diesen versiegelten Umschlag bekommst. Ein versiegelter Umschlag. Nein, nein, öffne ihn noch nicht. Hab Geduld. Jetzt hör mir zu. Der Tag wird kommen, an dem du dich von der Last des modernen Lebens erdrückt fühlen wirst. Und deine Seele wird von der wachsenden Leere eingenommen. Wie recht er damit hat. Wenn das passiert, mein Junge, wirst du bereit für dieses Geschenk sein. Nun lass Opa sich ausruhen. 20 Jahre später, das ist römisch. Julia, join us. Thrive. Work. Rest ist gerade nicht so angesagt. Und alle sind am Arbeiten. Alle sitzen an ihren PCs. Auch Woody der Cowboy sitzt an seinem PC. Toy Story 3 hat sich nicht ausgezahlt. Und da sitzen auch wir in diesem riesigen Bürokomplex, wo sogar Kameras auf uns gerichtet sind, damit wir auch schön arbeiten. Und wir haben keinen Bock mehr. Wir sind erschöpft. Wir sind müde. Und dort ist der Brief von unserem Großvater. Den werden wir jetzt öffnen. Lieber Otto, wenn du das hier liest, dann wirst du eine Veränderung bitter nötig haben. Das Gleiche ist auch mir vor langer Zeit passiert.
Ich habe vergessen, was im Leben wirklich wichtig ist. Nämlich Verbundenheit mit anderen Menschen und der Natur. Also habe ich alles aufgegeben und bin an den Ort gegangen, an den ich wirklich gehöre. Ich habe den Vertrag zu jenem Ort beigelegt. Achso, verzeihung. Mein ganzer Stolz. Grottohof. Grottofarm. Die Grottofarm. Verzeihung. Er liegt im Sternentautal. An der südlichen Küste. Er ist der perfekte Ort, um mit deinem neuen Leben zu beginnen. Das war mein kostbarstes Geschenk. Und jetzt gehört es dir. Ich bin mir sicher, du wirst den Familiennamen ehren, mein Junge. Viel Glück in Liebe, Opa. Dessen Name nicht bekannt war. PS, wenn Luis noch lebt, sag dem alten Kerl Hallo von mir, ja? Das machen wir auf jeden Fall, wenn Luis noch lebt. Damit drücken wir den Brief erstmal weg. Und bedanken uns nochmal bei unserem Opa. Der vermutlich mittlerweile schon nicht mehr unter uns weilt, aber dennoch sollte man ihm dankbar sein, dass er uns so etwas ermöglicht, einen Neustart beginnen. Einen ganz gewaltigen Neustart. Den haben viele Menschen heutzutage nötig. Viele Menschen sollten sich von ihrer Sternentautal, nur 0,8 Kilometer, viele Menschen sollten sich von ihrer Vergangenheit ablösen und mehr an das Jetzt denken. Auch nicht immer an die Zukunft, sondern eher an das Jetzt, an das Hier und Jetzt. Und einfach glücklich sein. Dazu gehöre ich auch im Endeffekt. So. Und da kommen wir an. Hallo, du musst Otto sein. Ach du Scheiße, meine Frauenstimmen sind ja super. Das klingt wie Mickey Maus. Hallo, Pluto. Ach du Scheiße, okay. Nee, also ich lese jetzt nicht die ganze Zeit wie Mickey Maus. Ich versuche einfach ein wenig höher zu gehen mit meiner Stimme. Moment, einmal kurz. Okay, das müsste funktionieren. Ich bin Robin, die hiesige... Okay, nee, das klingt ja dämlich. Die hiesige Schreinerin. Bürgermeister Lewis hat mich geschickt, um dir den Weg zu deinem neuen... Ich konnte meine Stimme noch nie so gut in eine weibliche Stimme verwandeln. Zu deinem neuen Zuhause zu zeigen. Er ist gerade dort und räumt ein. Das ist aber schön. Achso, ein wenig für deine Ankunft auf. Okay. Ich dachte gerade schon, ey, der räumt meine Möbel einfach schon in mein Haus. Das ist ja voll geil. Hätte ich mir den Umzugswagen sparen können. Der Hof ist dort drüben. Folge mir einfach. Ja, gut. Achso, ich muss gar nicht selber. Ja, gut. Ist praktisch. Ach du Heilige. Das sieht aber sauber aus. Das ist Grotto Farm. Deine Farm. Es ist kein Hof, es ist meine Farm. Ich bestehe da drauf. Entschuldigung. Ja, so würde ich, glaube ich, auch reagieren, wenn ich so ein Kappes hier sehen würde. Was ist los? Klar. Sie, die Farm, ist ein wenig verwildert, aber unter dem Durcheinander befindet sich guter Boden. Mit ein wenig Fleiß hast du hier im Nu Ordnung geschaffen. Ich bin mal gespannt. Robin, das werden wir mal noch sehen. Und hier sind wir, dein neues Zuhause. Es freut mich. Und da kommt jemand. Ah, unser Neuankömmling. Klingt wie mein Opa. Willkommen, ich bin Luis, Bürgermeister der Stadt Pelikan. Jeder hat schon nach dir gefragt. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass jemand Neues einzieht. Das ist ein ziemlich großes Ereignis. Das freut mich. Also, du ziehst in die alte Hütte deines Großvaters ein. Es ist ein gutes Haus. Sehr rustikal. Ja, das stimmt. Aber wirklich sehr schön. Rustikal? So kann man das vielleicht auch sagen. Die treffen sogar meine Wortwahl. Ich bin bekloppt. Also, ich werde bekloppt. Schäbisch. Jan Schäbisch ist Lumpe. Wäre wohl ein wenig passender. Also, Jan Schäbisch ist Lumpe. Nee, ich find's schön. Wie unhöflich. Hör nicht auf sie, Otto.
Woher weiß er meinen Namen? Sie will dich nur beeinflussen, damit du ein paar ihrer Verbesserungen für das Haus kaufst. Oder ist sie geschockt? Und jetzt ist sie beleidigt. Jedenfalls, du bist sicher müde von deiner langen Reise. Du solltest dich ein wenig ausruhen. Morgen erkundest du dann am besten ein wenig die Stadt und stellst dich den anderen vor. Das wissen sie sicher zu schätzen. Oh, fast vergessen. Falls du irgendwas zu verkaufen hast, leg es einfach in die Box hier und ich komme dann in der Nacht vorbei und nehme es mit. Denn ich bin ein kleiner Stalker. Ich gucke gerne, was die Leute in den Müll schmeißen und dann verkaufe ich das Zeug und du bekommst dann aber am Ende das Geld. Ich möchte auch eigentlich nur in deinen Unterhosen schnüffeln. Geil, Otto. Geil. Nun, viel Glück. Danke. Gut. Tschüss, Robin. Sag halt nix. Ist okay. Und damit beginnt schon der erste Tag. So, ich mache jetzt aber... Achso, machen wir noch schnell das Tutorial. Komm, wir machen schnell noch das Tutorial. So, damit können wir nicht mehr rennen und damit können wir überprüfen. Okay, wir machen noch nicht das Tutorial, weil ich glaube, dafür müsste ich das hier überprüfen. So, deswegen machen wir Pause. Zeit läuft nicht weiter, ne? Ich weiß nicht, ob die Zeit weiterläuft. Ich weiß es gerade echt nicht. Okay, bleiben wir einfach mal so. Und ich sag mal, das war jetzt natürlich eine sehr kurze erste Folge. Deswegen werde ich die auch einfach mal so als Folge 0 deklarieren. Und damit starten wir jetzt einfach, dann halt in der nächsten Folge starten wir dann richtig. So. Und dann geht's halt wirklich los mit Tag 1. Und damit dann, meine Damen und Herren, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der ersten Folge von Let's Play Stardew Valley. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.